So. Wie sieht's aus? Stirb! So, okay, nachladen, nachladen, nachladen. So, du da hinten auch. Ups, das wollte ich jetzt nicht unbedingt, aber es hat auf jeden Fall zu unserem Erfolg beigetragen. Upp, nachladen, da ist noch einer. How dare you? Ja, hier bin ich. Du bist hier jetzt nicht mehr, mein Freund. Was ist das mit dir da hinten? Na, sehr schön. Oh, oh. Nachladen. Headshot. Au, 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 au. Oh, da kommt noch einer. Stirb doch einfach. So. Eigentlich wollte ich versuchen, dem einen über den Kopf zu ziehen, aber es hat leider nicht funktioniert. Oh, da kommt noch einer. Okay, das hätte ich vielleicht ein bisschen früher machen sollen, dann hätte ich den auch noch gekillt. Mit der Explosionswelle, das sieht ein bisschen cooler aus. Denke ich mal. So, hier. Das haben wir erledigt. Bisschen Munition sammeln, kann nicht schaden. Wir haben, wobei, mal gucken. Brauchen wir noch nichts mehr. Ich würde sagen, wir steigen einfach auf das Boot. Und siehe da, hier gibt es Munition. Und unendlich sogar. Wir können so viel nehmen, wie wir wollen. Hier gibt es auch wieder Muni für unsere Kampfpistole, die wir leer geschossen haben. Und ich würde sagen, los geht's. Die Schleuse geht auf. Ich gehe mal an die Gatling. Und da kommen schon die nächsten Kollegen, die dem Tod ins Auge blicken wollen. Oh, oh, jetzt kommen die Robohummeln. Aber die scheinen nicht gerade stabil zu sein. Also robust sahen die jetzt nicht unbedingt aus, als ich einmal mit meiner Gatling drüber gezogen habe. Hallo, mein Freund. Feuer. Feuer. Hm. Na? Oh, noch eine Robohummel. Gibt es noch irgendwelche Freiwilligen, die dem Tod ins Auge blicken wollen? Hallo, wie praktisch, dass sie sich direkt neben Gasbuddeln postieren. Oh, da oben. Und noch größere Gasbuddeln, das ist ja schön. So. Na? Alles ruhig? Ja, da hinten. Jetzt kontern die uns mit unseren eigenen Waffen, oder was? Ja, die Gasbuddeln haben sie glücklicherweise auch stehen lassen. So. Stirb. Stirb. Ich glaube, das war's. Und wir nähern uns der Festung. Joa, da ist schon anscheinend die Schleuse, das heißt, wir können alles. Auf ein neues. Oh, das Ding klemmt. Also zum Glück haben wir unser Schweizer Armeerohr zur Hand. Die eine Schleuse geht zu, die andere wird augenblicklich aufgehen. Und sorry für den kleinen Cut, Leute, aber mir ist die Aufnahme abgeschmiert. Keine Ahnung, was da passiert ist. Das Ding hat einfach aufgehört aufzunehmen. Kapitel 2. Docks. Ja, und deswegen habe ich jetzt vorhin eine ganze Weile, ohne irgendwie das mitzukriegen, aufgenommen. Ohne, dass es aufgenommen wurde. Und was ich hier gerade mache, ist purer Schwachsinn. So. Ja, sorry dafür. Aber ich würde sagen, ich habe einen Plan. Ich gehe in die Festung, töte jeden verdammten Soldaten, befreie dich. Oh, die Rüstung schnappe ich mir. Machen wir uns aus dem Staub und kontaktieren Kessler im Dorf. Ich würde sagen, diesem Plan schließe ich mich an. Na, komm schon. Ach Mist, den Typen da hinten treffen wir gar nicht. So, jetzt können wir wieder an unsere Gatling. Yeah. Na los, verreck doch. Lol, was zur Hölle? Habt ihr das gerade gesehen?
Das muss ich drin lassen. So. Den Kollegen da oben haben wir jetzt auch ausgeschaltet. Gibt es hier noch irgendjemanden, der mit uns spielen will? Ich stelle mal das Ding wieder ab. Ich glaube nicht, dass wir es jetzt brauchen. Hier so. Ich habe nichts gesagt. Ich hole mir das Ding zurück. Na, heute läuft es mal gar nicht gut. Erst kackt die Aufnahme ab und jetzt kriege ich gar nichts mehr geschissen. Na, egal. Ja, lösen wir es wohl auf die klassische Variante. Ich gehe mal in Deckung. So. Ja, hallo. Mein Name ist Bleskovic. Wie heißt du? Auch mal auf zu schießen, ich verstehe ich nicht. Oh, er ist tot, zu spät. Ja, sorry Leute, ich bin jetzt etwas angepisst und nicht mehr so wirklich konzentriert, weil ja gerade irgendwie eine Stunde Aufnahme verloren gegangen ist. Ich musste das Kapitel neu laden und ja, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Aber ich würde sagen, wir steigen in das nächste Boot. Hüa. Nummer 7653. Ich hoffe, wir müssen nicht so viele Boote fahren, wie hier die Nummer von der Größe her angegeben wird. Oh, da ist schon die nächste Schleuse und zum Glück gibt es wieder Rüstung. Weil ich habe vorhin echt ein bisschen arg rumgefällt. So, volle Rüstung kriegen wir nicht zurück. Hua. So. Diesmal scheint auch alles reibungslos zu funktionieren. Oh, Signal entdeckt. Das heißt, wir müssen wieder in die Hocke und ich wechsle mal auf die scheigenäpften Pistolen. Erstaunlich, dass sie das nicht mitkriegen, dass ich hier durch die Gegend fahre. Ich meine, das hat doch gerade gequietscht, oder nicht? So, den einen Kollegen scheint auch niemand zu vermissen. Da oben war ein Kommandant. Ja, stimmt, da ist er auch. Jetzt ist er weg. Das war eigentlich ein purer Luckshot. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich den krieg. So, der andere funkt noch fröhlich durch die Gegend, aber ich würde sagen... Oh, hallo, was ist das denn? Bombenschuss? Mit Scope? Ja, das ist das Problem. Weil die Aufnahme verloren gegangen ist, habe ich schon das Upgrade gefunden. Na komm, leg dich schlafen. So. Na super. Ich glaube, wir sind aufgeflogen. Oder? Ach, da bist du. Kleiner Mistkerl. Ah, super. Na komm, stirb. Ich wechsle mal auf das Sturmgewehr. Ich will jetzt nicht unbedingt unsere Stealth-Waffe verschwinden. Weil so Stealth wird das Ganze hier, glaube ich, nicht mehr. Uah, nehmen wir mal wieder die Gatling. Ich glaube, die Typen kommen hier gleich hoch und wir müssen denen einen angemessenen Empfang bereiten. So. Einen Empfang wie diesen. Was? Nur einer? Ernsthaft? Ich hätte jetzt eher erwartet, dass da noch mehr kommen. Aber anscheinend war ich schnell genug. So, ein bisschen Pistolenmunition kriegen wir hier auch. Wir brauchen noch den Schlüssel. Stimmt ja. Ah, und da liegt ja. Wie praktisch, dass er hier markiert ist. Zettel kriegen wir auch. Bisschen Bombenschussmunition, kann auch nicht schaden. Ich zeige euch mal das Ding. Ja, ist so ein Bolt-Action-Gewehr, können wir bei Bedarf sicherlich noch anwenden gegen unsere Gegner. Hier ist soweit alles ruhig und ich würde sagen, öffne die Tür. Ich frage mich allerdings, warum der Typ den Schlüssel in die falsche Richtung dreht. Oh, da hinten ist bestimmt ein Secret. Nö, anscheinend nicht.
So, dann gehen wir mal weiter. Du liegst im Bett. Ich nehme an, du bist kein Vogel, oder? Willst du jetzt die Geschichte hören oder nicht? Die Sprache richtig zu können ist wichtig. Warum hackst du ständig auf jedermanns Grammatik vor? Weil er ein Rechtschreib-Nazi ist. So. Nichts, nichts, hier ist nichts. Oh, ich glaube, da hinten war noch einer. Ich hoffe, der hat nicht mitgekriegt, dass wir seine Kollegen hier ausgeschaltet haben. So. Ist da noch einer oder war es das? Ich glaube, das war's, oder? Ah, nee. Einen Köter nehmen wir auch mit. Man kann ja nie wissen. Oh, da ist noch einer. Ich dachte eigentlich, das wären schon alle gewesen. Aber der sollte eigentlich nicht so ein Problem darstellen. Boah, da habe ich kurz verrissen. Wie in dem Sumpf daheim bei Johnsons Hof. Tote Pflanzen und modriges Holz. Okay, Blazkowicz scheint ein leichtes Alkoholproblem zu haben. So, ein bisschen Medizin kriegen wir hier, einen Helm. Ja, und ich würde sagen, öffnen wir diese Luke und schauen, was uns da unten erwartet. Ah, mal wieder ein Lüftungsschacht. Was für eine Überraschung. Oh! Okay, das war eine Überraschung. Fusch beim Bau. Mal wieder. Und wo ist der Fusch beim Bau, der uns hier rausbringt? Ach, da hinten. Na, gucke mal. Mal wieder ein Wasserschaden. Und höher. Höher, höher. Oh. Na komm. Schlaf schön. So. Ist das... Ja, eine Karte von dem Gebiet hier. Brauche ich nicht. Alles voll. Medischock auch noch aktiv. So, dalle. Oh, ein Schädel. Gute Nacht. Sonst noch jemand? Niemand? Okay. Ein Zettel. Stehen irgendwie Zahlen drauf. Keine Ahnung, juckt mich nicht. Oh, ein Messer. Aha. Gute Nacht. So, da vorne ist noch einer. Ich drücke irgendwie... In letzter Zeit immer mit beiden Waffen gleichzeitig ab. Ich weiß gar nicht warum. Aber ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil doppelt hält es ja sowieso besser. Von daher soll uns das nicht weiter stören. Und hier scheint eine Waffe durch die Gegend zu schweben, beziehungsweise die steckt irgendwie in diesem Ding hier fest. Moment, ich warte mal, bis der andere Typ sich umdreht. Oder wir knipsen erst den da hinten aus. Na komm, dreh dich um. So, gute Nacht. So, hier scheint soweit alles ruhig zu sein. Oh, eine Leiche, aber die scheint noch ein bisschen älter zu sein, als die, die wir gerade produziert haben. Da vorne. Oh. Grafikbug. Tatsächlich, wir haben einen Grafikbug gefunden. Juhu! Ich will so ein Schwert mitnehmen. So. Na? Versteckt sich hier noch irgendein Soldat? Tatsächlich. So. Ja, es war jetzt etwas unüberlegt, den umzunieten, weil es war eigentlich zu erwarten, dass... Oh, hallo, Gold! Nummer 13. Ich glaube, wenn mir hier öfters die Aufnahme abkackt, dann... Habe ich bald das ganze Gold eingesammelt, ohne dass es meine Absicht war. Ich glaube, wir müssen jetzt springen. Hör! So. Okay, hier geht es nicht weiter. Das heißt, wir müssen
Oh, ein bisschen Bombenschussmunition. Sehr schön. Oh, hallo. Noch mehr Bombenschussmunition. Warum hat der Typ eigentlich nicht geschossen, dass wir da unten rüber gesprungen sind? Das ist doch mega suspekt. Aber naja. KI-Nazis sind nicht die hellsten. So. Mal gucken. Ah, okay, hier geht's weiter. Hier ist der Wasserschaden. Ich hätte den fast übersehen. Höher, na komm schon. So. Wie sieht's hier aus? Weiterer Weinkeller. Und ein bisschen Rotwein an der Wand. Das war schon so, das war ich nicht. Ah, gucke mal, wo wir rausgekommen sind. Jetzt sind wir tatsächlich an der Stelle, wo wir vorhin eingebrochen sind, beziehungsweise durch den Boden gefallen sind. Kleiner Abstecher durch die Katakomben. Hat auf jeden Fall ein paar extra Punkte auf unserem Death-Counter. Also Kill-Counter, nicht Death-Counter. Gestorben sind wir ja nicht. Fabriziert, aber ansonsten war es ja eigentlich ganz nett da unten. Oh, Signal entdeckt. Das heißt, wir sind hier nicht alleine und können mal wieder unser Glück im Sneaky rumsneaken probieren. Okay, schleichen. Wäre eher das eindeutig kürzere. So, ich glaube, da unten läuft noch einer. Jetzt läuft er nicht mehr. Ich höre Schritte. Ach nee, das waren meine eigenen. Der eine Kommandant ist nur noch 20 Meter von uns entfernt. Das heißt, wir sollten ihn demnächst sehen. Ach, gucke mal, wer ist denn da hinten? Das ist kein Blut, das ist Rotwein. Alles in Ordnung. Er hat nur ein bisschen Wein verschüttet. So, wo ist der andere? Oh, den hätte ich fast übersehen, den Typen. Ah, zum Glück waren wir... Ach, der Helm liegt in seinen Beinen drin. Aber den brauchen wir eh nicht. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Ich glaube, hier irgendwo in dem Raum müsste der sein. Pistolenmuni. Ist immer gut. Boah, in die Leber. Der hat eindeutig kein Alkoholproblem mehr hier. So, ich glaube, wir haben soweit alle ausgekriegt. So, nö, ich sag jetzt nichts mehr bis zum Ende der Folge. Gute Nacht. Aber jetzt waren es wirklich alle, oder? Aber wir sind ja echt ein richtiger Metzger, der sich einfach durchs Level metzelt. Bei den Massen an Menschen, die wir umbringen, sollte das Regime bald keine Soldaten mehr haben. Es sei denn, die werden alle irgendwie geklont und in einem Labor gezüchtet. Zettel lese ich nicht vor, alles ist voll. Ich würde sagen, hoffen wir, dass unser Fuß diesmal nicht eingeklemmt wird. Oder ich mir nicht wieder das Kinn anhaue. So. Nö, ich glaube, ich sollte einfach aufhören zu reden. Das wäre, glaube ich, das Beste. So, wie sieht's aus? Oh, hallo. Ich würde sagen, wir packen unser Scope drauf. Diesmal haben wir einen kleinen Vorteil. Okay, nur nicht den Kopf verlieren, Kollege. Köpfchen muss man haben. Ha, 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 ha. Okay, ich höre auf. Ich glaube, ich bleibe erstmal beim Bombenschuss, weil es sind doch bestimmt noch irgendwelche anderen Typen in der Gegend. Vielleicht da oben oder so. Nö, niemand. Tatsächlich. Ernsthaft? Keine weiteren Wachen? Das ist mir aber sehr suspekt. Aber ich denke mal, die kommen sofort alle raus, sobald wir das Tor aufmachen. Weil ohne Empfangskomitee wird es eindeutig nicht bleiben. So. Es war zwar mega auffällig, dass wir gerade irgendwie einen Hebel gezogen haben, der hier die halbe Gegend durch die in Bewegung gesetzt hat. Aber ich bleibe dennoch sneaky. Der Sneaky Snickers. Okay, die Witze werden echt nicht besser heute. Das stimmt. Naja, mal gucken. So.
Da ist auch schon... Oh, da oben ist auch ein Sniper. Ich würde sagen, den nehmen wir uns zuerst vor. Der steht so schön ungedeckt. Und ohne Kopf steht er nicht mehr. Nein, keine Granate, bitte. Komm schon. Es ist nicht nett, wenn ihr Granaten nach mir schmeißt. Das war aber ein echt geiler No-Scope, was? Bist du sicher, dass du mich hast? Okay, hassen tust du mich auf jeden Fall, aber haben? Ich dachte, das wäre verboten bei euch. Okay, ein bisschen Muni. Das war wohl anscheinend nicht gerade groß. Okay, so geht's auch. Eigentlich wollte ich mein Rohr benutzen. Mein Stahlrohr. Nicht mein Wurfmesser. Das Messer haben wir zum Glück wieder zurückgekriegt. Okay, ich habe doch nie eine Kiste auf diese Weise geöffnet, aber anscheinend geht das auch. So. Hier. Stahlkisten. Ah, gucke mal. Noch mehr Pistolenmunition. Da ist wohl der letzte Hebel. Hör. Ich dachte eigentlich, das Tor geht auf. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Gut, dann stürzen wir uns ins Nass, weil ich denke mal, das Ding da hinten ist nicht umsonst aufgegangen. Es wird schon einen Sinn haben. Bei einem Oldschool-Shooter, wenn da eine Tür aufgeht. Ist ja doch recht linear das Ganze, aber ich finde, man hat immer noch mehr als genug Wege, um halt irgendwie an diese Kommandanten ranzukommen. Man kann halt ein paar Geheimgänge entdecken. Das ist eigentlich schon ganz cool gelöst, finde ich. Auf jeden Fall können sich einige Spiele... Call of Duty... Was? Ich habe nichts gesagt. Es können sich auf jeden Fall einige Spiele was daran abgucken, was hier das Level-Design angeht. Spiele, die vielleicht nicht mehr ganz so beliebt sind. Und das vielleicht eins mal waren. Die Jungs hier machen echt gute Arbeit. Das steht fest. So, ich wechsle mal wieder auf die Pistolen. Denn ich denke mal, in der Festung hat mal wieder niemand mitbekommen, dass wir überhaupt hier die ganze Zeit draußen rumgeballert haben. Ich meine, bei so dicken Wänden ist doch der Schallschutz ideal. Oh. Uns scheint ein neuer Gegner zu begegnen. Lol. Okay. Diese Gegner scheinen zu explodieren. Ich glaube, der hatte so eine Gasbuttel auf dem Rücken. Die habe ich gar nicht gesehen. Ich wollte ihm eigentlich... Da ist eine Tür aufgegangen. Ich renne nicht weg. Wie soll ich denn weg? Die Tür ist zu. Ach, komm schon. Na, komm schon. Hat es den hier erwischt, oder... I hope so. Ah, gucke mal. Opa liest die... Ach, der ist schon tot. Nein, ist er nicht. Opa liest die Zeitung. Notiz wollte ich gar nicht lesen. Okay. Okay. Na, ah, da hat sich wohl der Typ hier, dreckiger Schweinehund, in diesem Raum da versteckt, zwischen den zwei Türen. Die andere Tür kriegen wir nämlich nicht auf. So, die Rüstung nehmen wir mit, weil wir wurden ein bisschen angeschossen. Hab ich doch der eine Typ ein bisschen überrumpelt. So, und wir haben eine neue Waffe gekriegt. Die Shotgun hier. Die Meldung kam nicht, weil ich, wie gesagt, schon mal hier war. So. Aber ich gebe mein Bestes. Mich nicht blöd anzustellen. Sagen, wir probieren einfach ihre eigene Waffe an ihn aus. So. Uiuiui. Jetzt sieht er aus wie ein Taucher ohne Helm. So, hier scheint jetzt Ruhe im Auenland zu sein. Und gucke mal, da ist der letzte Hebel. Jetzt müsste ich in die Festung kommen. Ja, das hoffe ich doch mal, weil drei Hebel sind mir doch echt mal genug. Upp, da konnten wir was einsammeln. Mal wieder Bombenschussmunition. Ist eigentlich schon ziemlich cool, das Ding, aber nicht so Close Quarters mäßig, weil ich bin ja eher der Close Quarters, ich schneide die Kehle durch Typ. Ja, zumindest bei Wolfenstein.
Bei vielen anderen Spielen liebe ich es eigentlich schon auf Distanz zu spielen, wenn die Welt etwas offener ist. Oh, da ist das Empfangskomitee. Gucke mal. Hat es irgendjemand erwischt? Oh ja, da kam Gehirn. Besonders groß war es auf jeden Fall nicht, das steht fest. Na komm. So. Erstmal kurz den Typen angestrichen und dann erschossen. So muss das sein, Leute. Upp. Lol. Ich habe gerade den Tank durch ihn durch erwischt. Warte mal, ich versuche mal den Tank von dem Typen zu treffen. Jetzt haben die mich... Okay, ich habe den Tank nicht getroffen. Der Typ wirft mir Nate, der Arsch. War's das? Ich glaube, das Empfangskomitee ist gescheitert. Aber ich bezweifle, dass es dabei bleiben wird. Also bei der Größe des Empfangskomitees, beim Scheitern hoffe ich mal, bleibt's. So. Ich glaube, wir haben alles eingesammelt und ich würde sagen, wir gehen in die Festung. Und hier drin scheint alles ruhig zu sein. Das schreit doch förmlich nach einem Hinterhalt. Das kann doch nicht sein, dass die... Wobei, ich glaube, wir müssen zum Fallgitter.